Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit dem Schwerpunkt zur Erstellung wissenschaftlicher Texte. Heute möchten wir uns aber einmal mit dem nicht-akademischen Ghostwriting beschäftigen und stellen euch drei andere Bereiche vor, in denen ein Ghostwriter zur Anwendung kommt. Ein Bereich davon sind Ghostwriter für Bücher aller Art. Ob es sich um jegliche Art von Fiktion oder von Romanen handelt, oder um Biografien wie in prominenten Beispielen von Dieter Bohlen oder Boris Becker. Hier können Ghostwriter natürlich zur Anwendung kommen. Ganz, ganz oft ist es auch einfach so, dass Menschen enorm gute Ideen haben, diese allerdings nicht umsetzen können, weil es an Schreibtalent mangelt. Auch hier bietet ein Ghostwriter natürlich entsprechend Abhilfe. Gerade bei lukrativen Buchprojekten ist es oftmals auch der Fall, dass Ghostwriter am Verkaufserlös beteiligt werden. Und dies ist natürlich eine besondere Art, die Wertschätzung dem eigenen Ghostwriter entgegenzubringen. Solche Ghostwriter haben dann in der Regel sehr wenige, aber dafür sehr, sehr langfristige Projekte, weshalb ein außerordentlich gutes Zeitmanagement nötig ist. Schauen wir uns einmal einen weiteren Bereich an. Es gibt Ghostwriter-Jobs nämlich auch im PR-Bereich. Das betrifft das Verfassen von Reden, von Pressemitteilungen, manchmal das Verfassen von Unternehmensbüchern, die nur intern benötigt werden. Auch hier handelt es sich um wenige, aber langfristige Projekte, welche in enger Kooperation mit den entsprechenden Personen oder mit diesen entsprechenden Unternehmen durchgeführt werden. Ein solcher Ghostwriter braucht weniger eine extrem akademische Qualifikation, sondern wirklich enorm gutes sprachliches Talent. Dies ist in dem Fall weit, weit wichtiger als die fachlichen Qualifikationen. Ein weiterer Bereich, wo dies wichtiger ist, wo nämlich gerade der Punkt Kreativität wichtiger ist, ist in dem Fall von Ghostwritern für Musiker. Im Bereich von Liedtexten für Musiker, wo wirklich an mehreren Genres gearbeitet werden kann, wo die Ghostwriter einfach nur eine Expertise in Kreativität mitbringen müssen und sich somit in den Arbeitsprozess kreativ einbringen können. Ich hoffe, ich konnte euch so einmal drei interessante Bereiche, wo auch Ghostwriter zum Einsatz kommen, vorstellen und freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart.